Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play F1 2018. Herzlich willkommen zum nächsten Rennen aus Ungarn. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Eine sehr kurvige Strecke und eine sollte eigentlich dem Auto perfekt liegen. Letzte Saison hat ja ein Red Bull gewonnen. Das können wir gerne auch in dieser Saison soweit haben. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, was ist drin hier in Ungarn? In der Nähe von Budapest. Hoffentlich natürlich wieder ein Sieg. Das wäre natürlich das Idealste. Gut, haben wir gerade gar nichts. Keine Meldung von unserem Renningenieur. Wir gucken als erstes mal auf die Wettervorhersage. Qualifying und Rennen natürlich trocken. Das ist doch eine schöne Sache. Habt ihr schon das Neue? Oh, neue. Habt ihr das gehört? Die Funktionsänderung im technischen Reglement des nächsten Jahres werden sich auf den Verbrennungsmotor, Hybridsystemkomponenten und deren Anbringung im Wagen auswirken. Diese Informationen schon mal im Schreiben, das bei allen Teams zugegangen ist. Die Chancen stehen also gut, dass uns im nächsten Jahr Triebwerkwechsel bevorstehen. Bis wir mehr wissen, solltet ihr bei euren Upgrades vielleicht zunächst auf andere Komponenten konzentrieren. Dazu eine kleine Anmerkung. In der nächsten, wir werden diese Saison zu Ende fahren. Und wenn die Saison durch ist, müsste es doch ein oder zwei Wochen sein, bis zum Release von F1 2019. Es ist angekündigt für den 28. Juni. Dass sie da schon mal bei sind. Also, das früheste Formel 1, normalerweise hätte ich erst im August damit gerechnet, das früheste F1 überhaupt, also beim Release zumindest. Die Entwicklung ist wohl schon seit 2017 dran, also es kann hoffentlich nur gut werden. Ich hoffe, dass es auch alles so bugfrei funktioniert, dass wir direkt dann irgendwann auch in die Online-Liga starten können. Oder in Online-Ligen. Es sind ja drei, die ich fahre, mittlerweile. Genau, einer, das werde ich euch gleich auch noch was sagen. Genau, egal wie die Saison ausgeht, wie gesagt, sind noch ein oder zwei Wochen, wir werden keine neue Saison starten. Ich meine, meiner Meinung nach hat es keinen Sinn, für ein, zwei Rennen neue Saison zu starten. Gut, ich habe beim 2016 habe ich 13 Rennen gefahren, bis, glaube ich, auch Ungarn, glaube ich, war das. Ungarn oder Belgien, ich glaube, Belgien war es. Also eins weiter, nächste Woche Belgien, dann Italien und dann sind wir durch mit Europa. Ja, scheiße. Ja, genau. Es bringt die zwei oder zwei Rennen neue Saison zu Start. Deswegen werden wir da einen kleinen Päuschen machen. Wir werden ein anderes Let's Play machen. Wahrscheinlich wird es mit Dirt 4 weitergehen dann. Okay. Ja. Genau. Das mal dazu. Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon entschieden für die für das F1 2019, mit welchem Team ich starten würde. Es wird tatsächlich ein Team werden, was eher am momentan am hinteren Ende des Feldes angesiedelt wird. Das ist natürlich klar. Es wird das Williams-Team werden. Ich werde mal F1 2019 mit Williams beginnen. Eigentlich wollte ich ja hier nach dieser Saison zu Williams wechseln, aber wie gesagt, da das Spiel so früh kommt, werden wir diesen Wechsel halt dann irgendwann in F1 2019 vorziehen. In F1 2019 machen. Ja, das mal eben kurz dazu. Gut. Gut, gut, dann fahren wir die Saison entspannt hier zu Ende. Ja, Ungarn. Genau. Ungarn. Das heißt, aber wie lange hat die noch die. Wer braucht die denn noch? Ich würde gerne mal. Immer. Aerodynamik. Dann schmeißen wir da die Aerodynamik rein. Dann schließen wir nämlich mit dem Team, mit den Top-Teams auf. Wir schmeißen einfach komplett alles raus. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. So, dann haben wir jetzt nämlich einen ordentlichen Schub gemacht. Machen wir noch mal einen ordentlichen Schub nochmal für die neue Saison. Gut! Dann gehen wir rein. Das erste freie Training heute an diesem Freitag. Nachmittag. Nur noch eine weitere Anmerkung. Es wird morgen wieder gestreamt. Ja, nächste Woche das Baku, 100% Liga. Hey, hey, am Samstag. Sonntag kein Stream. Willkommen am Ungaroring, wo dieses Wochenende der große Preis von Ungarn stattfindet. Bevor wir uns mit dem Rennen befassen, sehen wir uns das heutige Training an, das jeden Moment beginnt. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen.
Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Wir haben einige, ich würde jetzt nicht sagen spannende, aber doch zumindest interessante Rennen gesehen. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Wie lange kann ein Fahrer mit einem Satz draußen bleiben? Oder kann er durch Aufziehen von ultraweichen Reifen Zeit gut machen? Solche Sachen eben. Wenn alles zusammenspielt, haben wir am Ende mehrere Autos auf verschiedenen Reifen, die sich Rad-an-Rad-Duelle um die besten Plätze liefern. Insgesamt war es definitiv ein Gewinn für den Sport, denke ich. Jo, genau. Nochmal, also Anmerkung. Morgen und Wimfer gestreamt. Wieder um 18.45 geht's los. 100% Baku mit vollem Qualifying. Laufe ich natürlich auch wieder auf Punkte. Nach dem Sieg, nach dem 8. Platz in Australien, wollen wir natürlich auch da wieder Punkte holen. Dann am Sonntag kein Livestream. Samstag, wie gewohnt, eine Folge GTA 5 um 20 Uhr. Dann am Montag das nächste Rennen. Let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Ja, dann am Montag auf jeden Fall. Auch wieder ein Streamchen, das ist soweit klar. Großer Preis von Spanien wird dann auf jeden Fall dabei sein. Ja, das soweit schon mal. Genau. Genau, ich wollte mal ins Wetter gucken. Erste Training trocken, zweite Training nass, dritte Training. Da brauchen wir nämlich die Soft, da brauchen wir die Dings, die Reif, Okay, let's update the setup. Gut, da brauchen wir nämlich im Training kein, im ersten Training kein Medium fahren. Da fahren wir nämlich jetzt die Ultra. Da fahren wir nämlich jetzt die Soft. Die in FR 2019 die harteste Mischung, muss ich sagen. Es wird keine Medium-Reifen, es gibt doch nur drei Mischungen. Die dann heißt ein Ultrasoft. Nee, Gott. Hyper Ultrasoft? Soft? Nee, Ultrasoft, Supersoft und Soft. So, keine Hypersoft, keine Mediums, dass wir da schon mal Bescheid wissen. Ja, so, viel Gelaber. Jetzt fahren wir auch mal endlich wieder ein paar Meter. Auf einer meiner Lieblingsstrecken, wie gesagt, Ungarn. Das ist, ich mag die Strecke gerne. Oh, Alonso mit der schnellsten Runde. Legt auf jeden Fall mal vor. Eine 1,22. Ich muss mich auch ein bisschen auf diese Strecke akklimatisieren. Die Reifen brauchen einen Moment, bis sie auf Temperatur sind. Deswegen momentan noch. Entschuldigung. Ein paar leichte Rutscher drin. Ich habe eine Sekunde Rückstand auf Fernando. Aber das ist jetzt herzlich egal gerade. Weil ich muss, wie gesagt, auch ein bisschen auf die Strecke akklimatisieren. Das ist normalerweise klar, dass ich die erste Runde auf Top-Niveau fahren kann. Das bin ich einfach nicht. Das schaffe ich nicht. Ich brauche mit einem ein, zwei Runden. Ja, diese Saison auf jeden Fall nochmal zu Ende fahren. Die 12 war natürlich nochmal Weltmeister, dann Ende 2018. Und dann ist hier Feierabend. Diese Saison fahren wir noch durch. So, die Zwischenzeit ist natürlich jetzt herzlich egal gerade. Da will man natürlich auf Minimum PT 2 oder 3 antanzen. Das ist der zweite jetzt vor mir. So. Warum Grosjean war denn mal gefahren? Dafür, dass die Runde so Katastrophe war, sind wir fast vorbei an Alonso. Gut, so viel zum Thema dazu. Der ist nämlich jetzt auch wieder dran. Legt da nochmal eine Zeit nach. 22,4. Jetzt noch eine Sekunde. Jetzt müssen wir natürlich nochmal. Jetzt will ich natürlich nochmal was versuchen. Ja, die Reifen müssen, die brauchen auf jeden Fall auf Temperaturen. Und wir haben mehr Sprit oder erinnern an Bord. Plus 11 Runden. Also wir können ja fahren. Dann wahrscheinlich, wenn wir 3, 4 Runden fahren, pro Training. Los Hamilton mit der 21,9. Ja, letztes Jahr gewann hier Ricciardo. Die riss nämlich unsere Siegesserie im Ferrari damals. Und jetzt haben wir so natürlich einen Red Bull auf jeden Fall auch nochmal packen wollen. So.
21:0. Ah, die Runde wird wahrscheinlich nichts werden. Oh, wieder so viel Rutscher drin. Aber alle fahren auf Software. Ich glaube, es muss auf Software zum zweiten Training regnen wird. Deswegen kann ich mir den langsamen Satz mit Medium. Deswegen kann ich mir die Medium-Zeiten auch sparen. Oh, ich hasse diese Kurve. Und das war's. Feierabend. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Ja, alles super. Scheiße. Ja, dieser Curb, der hat mir auch schon sehr oft Probleme gemacht. Dieser Curb hier, der ist nicht ohne, da dürft ihr nicht wirklich drüber fahren. Habt ihr ja gerade gesehen, wie das funktioniert. Oder wie das ausgehen kann. So. Nein, nicht zum Hauptmenü. Sorry. Zurück zur Garage. So war es eigentlich geplant. Auf die Zeiten. Ja, knapp aber so vorne. Wo Kimi Räikkönen auf 1 mittlerweile. Ja, gut, der fährt ultra soft. Der zeigt, hat so gezeigt, dass er kann, dass er will. Gasly im Toro Rosso auf 8, jetzt auf 9. Aber wir sind nach wie vor vorne mit dabei. Ja, ich glaube, ich könnte auch mit den Ultras da vorne einen hinlegen, aber will ich nicht. Ist mir auch egal. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Sainz Junior, Räikkönen und Richter. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Sainz auf 1, krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Und Überraschung, eine Rennung vorne mit dabei zu haben. So, das war das erste freie Training zum großen Preis von Ungarn. So. Gut, dann rein ins zweite Freitraining. Ins nasse Freitraining. Wird dann nämlich regnen. In the current conditions. Gut, dann werde ich natürlich also das Nest-Setup auswählen. Ich habe Gott sei Dank eins. Ich habe eins. Ich hoffe zumindest. Doch, ich habe eins. Ja. So, dann schauen wir mal, mit dem nassen Setup, mit uns zu rechnen ist. So, es wird natürlich alles andere als einfach werden.
ja. Ja, das braucht auch ein Momentchen. Gefühl. Jetzt haben wir natürlich keinen Zeitvergleich. Dritter sind wir im ersten freien Training geworden. Jetzt müssen wir noch mehr aufpassen mit den Curbs. Viele Autos auf der Strecke. Ferrari habe ich gerade gesehen. Den zweiten Red Bull habe ich gerade gesehen. Und Max scheint auch auf der Strecke zu sein. Uiuiuiuiuiui. Ja, DRS haben wir keins. Regnet ja. Da ist es. Also müssen wir es so können. Eigentlich liegt die Strecke uns. Aber es ist ja nur in Anführungszeichen das Training. So, die erste Zwischenzeit 33,6 ist natürlich nicht gut, wahrscheinlich. Weil wir da diesen mega Quersteher drin hatten. Oha, oha. Alles anders einfach gerade. Ja, müssen jetzt ein bisschen. Ich nicht über die Curbs räubern. Hier auf der Ideallinie aufpassen. Und Max Verstappen 36. Ja. Hier noch so einen dicken Quersteher drin. Das ist richtig Zeit gekostet hat. So schwierig, wenn wir nicht rankommen an die Max Verstappen. Ja, so zwei, drei kleine Quersteher gehabt. Die haben uns natürlich dicke Zeit gekostet. Und der gleiche. Fünf Minuten noch. Dann haben wir wieder leicht drehen. Dann könnte die Zeit doch deutlicher werden. Ey, der gleicht. Schön aufpassen hier, dass wir nicht so weit über die Köpfe gehen. Also Doppelführung momentan haben wir die Red Bull. Wobei Max vorne liegt. Wenn wir jetzt den Quersteher da gleich in Schatzier lassen, dann könnte man das sogar eine. Trotz des mega Quersteher in Kurve 1 auch mal einen riesen Start da vorne machen. Sorry, ich konzentriere mich gerade ein bisschen, dass ich jetzt auf der Linie bleibe. Okay, Radar suggests this weather isn't going anywhere. Let us know when you burn through those tires and want to dry off a bit. We'll keep another set ready to go. Kimi noch mal mit einer 35,9 und so wird das definitiv nicht. Und der obligatorische Dreher, da muss man in die Wand natürlich. Scheiße. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, ne, ich war wirklich vorsichtig um die Kurve. Ich schleiche fast um die Kurve und trotzdem dreht er sich da weg. Mann. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. Ah, verdammt, ey, das ist so blöde Quersteher drin gewesen. So wird das definitiv heute nichts werden. Leclerc auf vorne.
Ja, und diese Quersteher werden wir da auch vorne mit dabei. Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. So, das will dann natürlich nochmal auf Intas gehen, das werden wir auch nochmal machen. Man hat Intas verbraten. Da könnten wir die Zeit nochmal produzieren. Vielleicht schaffen wir es doch noch mit Platz 1 im Training. In einem Training. Nächste Training werden wir ultra soft übrigens fahren. Die schnellste Mischung. Und zack, wieder an dieser die gleiche Stelle beim Rausbeschleunigen hier. Oh, Alter, was ist denn heute los mit dem Auto? Ich fahre noch 14 kleben. Oh, Con auf 1. Ja, die Konzert müssen wir doch eigentlich packen können. Ich weiß noch nicht, wie die Zeit aussieht da vorne. Also konnten wir einmal gefahren, das habe ich nicht auf geachtet jetzt. Knapp vor, da, knapp dahinter sind wir, glaube ich, sogar. Also müssen wir noch einen Ticken nachlegen. Ja, ich muss mich konzentrieren jetzt gerade. Jetzt haben wir bis Zeit. So, jetzt bitte kein Quersteher hier drin haben, diese Kurve. Na, alles mal fast es. Sind wir nicht. So, das wird nochmal einen Sprung nach vorne geben. Es wird wahrscheinlich sogar auf P1 den Sprung geben. Jawohl! Haben wir! Yes! Our best lap so far is a 1:32.0. So. So. Ich glaube, dann haben wir es auch durch. Reicht es sogar für P1 mal? Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Na gut, die fahren alle auf die trockenen Reifen dann am Ende noch. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende 12. dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Leclerc und Sebastian Vettel. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ja, und wieder ein 13. nur. Das ist nicht perfekt, der Auftakt. Definitiv nicht. Ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden, wenn ich ehrlich bin. Gut, wenn wir wahrscheinlich wohl trotzdem fahren. Dann fahren wir sie jetzt. Aber gut, Training, Anführungszeichen. Ja, okay. Aber gut. Dann gehen wir rein ins dritte freie Training heute.
Dann machen wir jetzt Ultrasoft drauf und holen uns das Trockensetup zurück. Ja. Wir wollen mal irgendwie gerne wieder die Eins da vorne stehen haben. Auf meiner Strecke möchte ich ungern den ersten Joker verbraten. Wie gesagt, es sind nur noch 10 Rennen. 9 und... Ja, es sind noch 10 Rennen. Ich glaube, wir sind jetzt in Station, wie gesagt, 12. 21 gibt es ja insgesamt. Und zwei Joker hätten wir, die wir wegschmeißen könnten, um nicht zu... also zwei Nullnummern holen. Wir haben 51 Punkte Vorsprung. Ich würde hier gerne noch um einiges ausbauen. Aber dazu muss der Sprung im Training nochmal kommen heute. Jetzt. So, dann müssen wir natürlich jetzt ordentliche Schub mal nach vorne machen. Einen kleinen Quersteher hatten wir. So viel zum Thema mit den Curbs. Ja. Hülkenberg 21.1. Da können wir versuchen, da ranzukommen. Oh, die Zeit. Ja, die Zeit ist ticken besser nur. Zumindest haben wir mal eine Referenzzeit jetzt gerade. Weil die wahrscheinlich nicht ideal ist, obwohl im ersten Training dann auch in Renault vorne. Also, ne? Wir haben es bisher noch nicht geschafft, aber haben wir mal eine gute Zeit zu haben. 20.3. Auf Ani. Auf Anhieb. Ja, ich würde meine Zeit setzen. Sie gerade momentan eine kleine Konzentrationsphase von mir. Weniger quatschen, ein bisschen fahren. So. 19.9. Na, so wird das nicht hin. So, Führung vor Hülkenberg und Gasly. Ja, zwischendurch habe ich mal wieder grün. Ich habe die Runde noch nicht weggeworfen. Die sind wieder aufgegeben. Na, will aber nichts. Das wird aber nichts.
Eine Sekunde vor dem Renault, 19.9. Oh, und Kimi versaut uns auf Anhieb mal kurz eben. Und minimal die Bestzeit. Drücken wir gleich auch nochmal nach. Ja, mit den Renault ist zu rechnen in diesem Rennen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hülkenberg, Raikkonen und Richter. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ah, es ist knapp. Aber hinter einem Ferrari und hinter einem Renault, also mit den Renaults definitiv zu rechnen. Gut, wenn unsere Ausbaustufen kommen, sollte das Auto tatsächlich nochmal einen Ticken besser werden. Ich hoffe, dass sie sehr bald kommen. Dann sind wir nämlich heute durch mit dem Training. Viel, viel gefahren, viel, viel gequatscht. Und dann gehen wir gleich ins Qualifying. Das war so nicht für mich, für euch gleich, für euch morgen, aber für mich gleich. Tja, wunderbar. Gut. Wettervorhersage, ja, bleibt alles trocken, wunderbar. Das ist immer wichtig. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018 und dann geht's mit dem Qualifying weiter. Ja. Morgen um 14 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.